Herzlich willkommen zu Spirit. Heilt die Kranken. Diesen Auftrag gab Jesus seinen Aposteln. Eine Ordensfrau, die im Alter von 24 Jahren auf wunderbare Weise geheilt wurde und wenige Monate später das Charisma der Heilung erhielt, ist die nordirische Schwester Preach McKenna. Auf ihre Fürsprache wurden in den letzten knapp 5 Jahrzehnten sehr viele Menschen von allen möglichen Krankheiten geheilt. In Florida, wo sie seit ihrer Jugend wohnt, und weltweit. Über ihr besonderes Charisma der Heilung und ihren Dienst als Exerzitienleiterin für Priester darf ich nun mit der Clarissin sprechen. Welcome, herzlich willkommen, Schwester Preach. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Sie wurden 1946 an einem Pfingstfest geboren. Deuten Sie das als ein Zeichen vom Himmel? Sehen Sie sich als eine geliebte Tochter des Heiligen Geistes? Ich muss sagen, dass ich meinen besonderen Geburtstag am Pfingstsonntag erst schätzen gelernt habe, als ich schon älter war. Meine Mutter war eine Beterin, das schon, aber ich war ein kleines Mädchen. Ein Mädchen und 4 Brüder. Später, als meine Mutter jung gestorben war und ich eine sehr junge Nonne war, sagte man mir im Kloster, oh, du bist am Pfingstsonntag geboren. Was für ein schönes Fest. In Amerika lernte ich die charismatische Erneuerung kennen, die Charismatiker und die Pfingstler. Sie sagten zu mir, wow, du bist am Pfingstsonntag geboren. Ich dachte mir, hallo, ich habe mir nie wirklich etwas daraus gemacht. Aber später erkannte ich, dass der Tag, an dem ich die Heilungsgabe erhielt, ein Pfingstfest war. An diesem Fest erfuhr ich das, wovon Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt oft gesprochen haben. Eine persönliche Begegnung mit Jesus. Ich wurde, wie die Charismatiker sagen, mit dem Heiligen Geist getauft. Damals begann ich zu erkennen, dass meine Geburt an Pfingsten eine große Gnade war. Nun freue ich mich. Bereits mit 15 Jahren sind Sie in den Orden der Klarissen eingetreten. Sie waren noch jünger als die heilige Clara, als sie ein Leben der Armut begann. Wie kam es dazu? Ich war ein sehr glückliches, kleines, irisches Mädchen. Nie hatte ich den Gedanken, einmal eine Klosterschwester zu werden. Mein Onkel hatte eine Pferdefarm und einmal kamen Nonnen vorbei, die um eine Gabe für die Mission baten. Und mein Onkel hob mich vom Pferd herunter und sagte, dieses kleine Mädchen hat Angst vor Nonnen. Ich hatte solche Angst vor ihnen, denn ihre Haare waren abgeschnitten und sie trugen noch das alte Ordensgewand. Ich hatte nie mit dem Gedanken gespielt, eine Schwester zu werden, bis zu der Nacht, in der meine Mutter an Heiligabend starb. Sie erlitt eine Gehirnblutung, als ich 13 war. Vorher war sie nicht krank. In dieser Nacht war ich wirklich verzweifelt. Damals war es für mich eine Tragödie. Jetzt schaue ich auf Gottes Plan. In dieser Nacht hörte ich eine Stimme. Ich dachte, dass es die Stimme meiner Mutter war, die sagte, Breach, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um dich kümmern. Am nächsten Morgen stand ich auf und sagte zu meiner Cousine, bei der ich wohnte, denn mein Vater hatte mich zu meinen Cousinen geschickt, die irisch sprachen, ich sagte ihr, dass ich eine Nonne werden möchte. Später wurde sie eine Karmelitin. Sie dachte, dass ich einfach nur traurig wegen des Todes meiner Mutter war. Von diesem Moment an dachte ich darüber nach, Nonne zu werden. Aber ich wollte es nicht. Nach ihrem Tod ging ich wieder in die Schule. Eines Tages dachte ich ganz stark an das Kloster. Ich ließ meinen Musikunterricht ausfallen. Ich war eh nicht gut in Musik. Daher dachte ich, dass mich niemand vermissen wird.
Ich ging also zur Generaloberin. Können Sie sich das vorstellen? Ich war ein kleines Mädchen. Und ich sagte, ich möchte ins Kloster eintreten. Und sie fragte mich, wie alt bist du? Ich sagte, 14 und ein bisschen was. Sie sagte, oh, komm später wieder. Also ging ich und kam 2 Wochen später wieder. Denn ich dachte, innerhalb von 2 Wochen könnte sie zu einer Entscheidung gekommen sein. So hat sie mich ins Kloster aufgenommen. Und an meinem 15. Geburtstag, am Herz-Jesu-Fest, wurde ich als Postulantin angenommen. Als sehr junge Postulantin. Wenn Leute mir sagen, ich wusste bei meiner Hochzeit oder Priesterweihe nicht, auf was ich mich da einließ, antworte ich immer, ich habe bei meinem Eintritt ins Kloster auch nicht gewusst, was das Ordensleben bedeutet, aber ich wuchs hinein. Bei meiner ersten Profess war ich 16. Kurze Zeit, nachdem Sie Ihre ewigen Gelübde abgelegt hatten, sind Sie wegen gesundheitlicher Probleme in die USA ausgewandert. Was waren das für Probleme? Als ich 17 war, erkrankte ich sehr schwer an rheumatoider Arthritis. Und erst nach Monaten wurde sie in einem Krankenhaus in Belfast diagnostiziert. Diese Krankheit verformte meine Füße. Mir wurde ein Gipsverband verpasst. Meine Zehen waren gelähmt. Auf Anraten meiner Generaloberin lehnte ich es ab, Cortison einzunehmen, denn ich war noch sehr jung. Und so verbrachte ich 2 Jahre mit einem Gipsverband im Krankenhaus und nahm viele Medikamente ein. Und dann habe ich mich freiwillig gemeldet, um in ein Kloster nach Florida überzusiedeln. Eine Mitschwester hatte nämlich zu mir gesagt, dass sie dort dringend personelle Verstärkung bräuchten. Und es gab dort auch nur wenige irische Ordensleute, die an Schulen unterrichteten. Und eine Schwester aus Florida sagte, das Klima in Florida ist ideal für deine Gesundheit. Das war eine Lüge. Ich dachte aber, vielleicht werden dort meine Schmerzen gelindert. Als ich aber in Florida ankam, war es dort so heiß. Keine Klimaanlage. Ich dachte, ich werde hier sterben. Ich fragte mich, wie kann ich das durchstehen? Nach nur 3 Wochen flammte meine Arthritis wegen der hohen Luftfeuchtigkeit auf. Trotzdem musste ich im College unterrichten und 56 Kindergartenkinder betreuen. 2 Wochen lang musste ich immer weinen, wenn ich ein Flugzeug sah. Ich wollte zurück nach Irland. Die Mutteroberin sagte zu mir, du wirst dich an die Umstände gewöhnen müssen. Opfere deine Leiden auf, denn wir haben kein Geld für den Rückflug. Um es kurz zu machen, ich ging zum Arzt und er war sehr überrascht, dass ich mit meiner rheumatoiden Arthritis nach Amerika gekommen war. Jedenfalls bekam ich von ihm eine Unmenge von Tabletten verschrieben. Er dachte wohl, ich bin eine Versuchsperson. Ich nahm 30 Cortison-Tabletten pro Tag ein. So viele. 30 Tabletten. Und es war mir egal, solange sie meine Schmerzen linderten. Meine Ellbogen schwollen an wie Ziegelsteine. Und dann nahm ich etwas dagegen. Es war ein Chaos. Aber zur selben Zeit, als sich mein Gesundheitszustand verschlechterte, geschah etwas in meiner Seele. Das ist der nächste Teil der Geschichte. My inside changed. Yes. I changed. Yes. Schwester Breach, Sie haben nicht um Heilung gebetet. Nein. Dennoch wurden Sie im Alter von 24 Jahren von Ihrer unheilbaren Krankheit in einem Augenblick und komplett geheilt. Wie ereignete sich Ihre Heilung? Da muss ich weiter ausholen.
Als ich in den Orden eintrat, habe ich nicht an meiner Berufung gezweifelt. Ich war sehr glücklich, habe die Menschen geliebt, habe meine Arbeit gern gemacht, zum Beispiel den Boden geschrubbt. In Amerika war ich in einer kleinen Gemeinschaft von 7 Personen. Einmal kamen Leute in meinem Alter zu mir. Ich war damals 21 oder 22 und sie sagten zu mir: Oh Schwester, du siehst so jung aus. Du musst Jesus wirklich sehr lieben und in ihn verliebt sein. Und ich dachte mir: Ja, ich liebe ihn, aber verliebt bin ich überhaupt nicht. Und mir wurde klar, dass ich viel über Jesus wusste, aber ich war nicht verliebt in ihn. Ich spürte zwar ein natürliches Glück, doch ich wollte mehr. Ich bekam also einen Durst nach mehr. Ich wollte Eifer verspüren. Und so ging ich auf Exerzitien. Ich hatte mich für die charismatische Erneuerung interessiert. Ich wollte keine spektakulären Geistesgaben haben. Sie fragten mich dort: Was wünschst du dir von Gott? Ich antwortete: Ich möchte einfach nur Jesus lieben und überzeugt sein. Ich sagte: Wenn ich ein Produkt verkaufen will, muss ich selbst vom Produkt überzeugt sein. Ich bin aber von Jesus noch nicht wirklich überzeugt. Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Während den Exerzitien besuchte ich eine Messe und der Priester predigte. Er sprach darüber, was ein charismatisches Christentum ausmacht. Ich hatte noch nie zuvor an so großen Exerzitien teilgenommen. Dann sprach der Priester über die Sakramente. Er sagte: Mit den Sakramenten ist es so wie mit einem Geburtstagsgeschenk. Wenn man das Geburtstagsgeschenk nicht auspackt, dann sieht man nur das Geschenkpapier. Der Inhalt bleibt aber ungenutzt. Der Priester sagte weiter: Ihr sollt das Geschenk der Sakramente öffnen. Erkennt, dass jedes Sakrament euch die Möglichkeit gibt, Jesus in eurem Leben zu erfahren. Dafür möchte ich beten, für eine Aussendung des Heiligen Geistes. Ich dachte mir: Das ist es, was ich brauche. Ich flehte darum, dass ich mich in meinen Jesus und in meinen Glauben verliebe. Ich betete aber nie dafür, dass ich von meiner Krankheit geheilt werde. Ich glaubte auch nicht an eine Heilung, sondern dachte: Das ist mein Kreuz. Ich muss die Leiden aufopfern. Ich muss damit leben. Der Priester stand auf der anderen Seite der Kirche. Er sagte: Betet an der Stelle, wo ihr gerade seid. Und ich dachte: Dieser heilige Priester betet nun gleichzeitig mit mir. Vielleicht bekomme ich jetzt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich hörte eine Stimme sagen: Breach, suche mich. Daher schloss ich meine Augen und der einzige Gedanke in meinem Kopf war die Bitte an Jesus, dass er sich mir offenbare. Und als ich das mit geschlossenen Augen sagte, spürte ich plötzlich ein Tippen auf meinem Kopf. Da dachte ich: Dieser Priester kann springen wie ein Känguru. Eben noch war er auf der anderen Seite der Kirche. Wie kann er so schnell zu mir kommen? Ich öffnete meine Augen und genau in diesem Moment strömte eine Kraft durch mich. Ich fühlte mich wie eine Banane, die geschält wurde. Als erstes sah ich auf meine Knie, dann auf meine Hände. Alle Symptome waren verschwunden. Ich sprang auf. Mein Verhalten war sehr ungewöhnlich für eine Kirche. Ich sagte: Oh Jesus, ich glaube an dich. Und ich fing an zu singen. Durch dieses Ereignis änderten sich zwei Dinge. Ich habe mich in Jesus verliebt und in meinen katholischen Glauben. Und mir wurde klar, dass meine Berufung zum Ordensleben nicht mein Geschenk an Gott war, sondern sein Geschenk an mich. Dieser Moment hat mein Leben verändert. Die Angst wich von mir. Dies alles ist so geschehen. Wie reagierte Ihr Arzt, als Sie ihm nach der Heilung Ihre Finger und Füße zeigten? Ich habe ihn 3 Tage nach meiner Heilung besucht.
Er war ein älterer Mann, der sich sehr darum bemühte, meine Schmerzen zu lindern. Er wusste, dass er mich nicht heilen konnte. Als er sah, was geschehen war, weinte er. Er war ein liebenswürdiger Christ, ein Presbyterianer. Als ich in seine Praxis kam, gab ich ihm zu verstehen, dass es mir viel wichtiger war, dass Gott mein Herz berührt hat, als dass er meinen Körper geheilt hat. Er sah meine Freude und fragte, was ist mit dir passiert? Und als ich es erzählte, fingen wir an zu weinen. Er sagte dann scherzhaft, ich hätte gerne diese Heilung für mich verbucht. Ich setzte dann sämtliche Medikamente ab. Ich darf rückblickend sagen, die körperliche Heilung stand nicht im Vordergrund. Das Entscheidende war die spirituelle Erfahrung. Sechs Monate nach ihrer Heilung erhielten sie vom eucharistischen Jesus das Charisma der Heilung. Wie ging das vor sich? Das geschah am Vorabend von Pfingsten. Mein Herz brannte wegen der schönen Dinge, die geschehen waren. Nun liebte ich die Heilige Schrift, betete zum Herrn mit Feuer im Herzen und liebte die heilige Eucharistie. Gegen 11 Uhr abends ging ich ins Bett. Es war zwar keine Stimme, die mich rief, aber ich hatte eine Ahnung. Ich hatte die Ahnung, dass ich etwas tun sollte. Ich dachte mir, ich sollte wirklich in unsere Hauskapelle gehen, denn es ist der Vorabend des Pfingstfestes. Dann aber zögerte ich und dachte mir, ich kann auch noch morgen früh in die Kapelle gehen und eine heilige Stunde halten. Doch schließlich ging ich doch in die kleine Kapelle des Klosters. Alle Nonnen lagen schon im Bett und ich saß da und hatte keine außergewöhnlichen spirituellen Gefühle. Ich saß einfach nur da, war zerstreut und schaute auf den Tabernakel. Plötzlich konnte ich die Stille spüren und hören und eine Stimme, woher sie auch immer kam, von außen aus meinem Inneren oder aus dem Tabernakel, sie sagte, Preach, du hast meine Gabe der Heilung, geh und nutze sie. Dieser Eindruck durchfuhr mich. Meine Reaktion war ablehnend. Jesus, ich möchte die Gabe der Heilung nicht, behalte sie für dich. Ich war ja Lehrerin und lebte im Ausland. Ich dachte, was wird mein Bischof und meine Mutter Priorin dazu sagen? In Irland gibt es schon viele Heiler. Ich konnte diese Gabe nicht annehmen. Ich war verwirrt. Ich habe von der nächtlichen Stimme niemandem erzählt. Die Menschen bringen diese Dinge ja schnell mit der Psychiatrie in Verbindung, wenn man diese Stimmen hört. Ich verließ schließlich die Kapelle. Der nächste Tag war der Pfingstsonntag. Weil ich diesen Eindruck wohl nach Mitternacht hatte, war es also das Pfingstfest, an dem ich die Gabe der Heilung empfangen habe. Am nächsten Tag kam eine Nonne bei einem Gebetstreffen zu mir und fragte mich, ob ich für einen kleinen Jungen beten würde, der ein Fußleiden hatte. Ich wollte zurückfragen, warum sie ausgerechnet mich darum bat, doch irgendetwas hielt mich zurück. So betete ich mit ihnen. In der folgenden Woche reiste ich zu einem College nach Kalifornien. Von da an offenbarte sich mir der Herr ein ganzes Jahr hindurch. Ich erlebte absolut außergewöhnliche Eingriffe Gottes. An einer Universität in den 70er Jahren, an der Hippies studierten, hat mir einer gesagt, sie haben eine große Gabe in ihren Händen. Am Ende habe ich doch diese Gabe akzeptiert. Aber ich habe es sehr ungern getan. Dies ist also eine lange Geschichte. Gott hat durch sie sehr viele Menschen geheilt, von Krebs, Blindheit und allen möglichen Krankheiten. Doch hat das Werk Gottes nicht nur Freunde, es gibt auch Feinde. Hören Sie gelegentlich eine dämonische Stimme, die Ihnen zuflüstert, Schwester Preach, du bist ein Star, aus deiner eigenen Kraft geschehen Wunder.
Sister Preach, you are a star from your own power. Miracles happen? Nein, nein, Gott sei Dank nicht. Im ersten Jahr meines fürbittenden Gebetsdienstes war ich ein äußerst widerwilliger Beter. Auf einem evangelischen Gebetstreffen in Kalifornien sagte mir jemand, bitte beten Sie für zwei Personen. Der eine hat einen Schlaganfall erlitten und der anderen geht es wirklich schlecht. Ich stand da und bekam eine solche Aufforderung. Ich sagte zu Jesus, diese Aufgabe ist zu groß. Ich hatte am Anfang die Vorstellung, dass ich bei der Bitte um Heilung lange Gebete und die richtigen Gebete sprechen muss. Ich kam damit nicht zurecht. Das Gebet um Heilung war für mich sehr unangenehm. Ich war wütend und schrie zu Gott. Dann schickte ich ein kurzes Gebet zu Gott und verließ das Treffen. Zwei Tage später hat eine Frau mich gesucht und mir Folgendes erzählt. Als sie mir ihre Hände auflegten, spürte ich ein Kribbeln in den Beinen. Ich selbst verspürte auch ein Kribbeln. Mitten in der Nacht fühlte sie dann, dass sie von ihrer Krankheit befreit wurde. Und das Erste, was ich wahrnehmen konnte, als ich sie nach den zwei Tagen wieder sah, ist, dass sie sehr hoffnungsfroh war. Sie war ein völlig neuer Mensch geworden. Danach sah ich ein Jahr hindurch Heilungswunder. Ich glaube aber, dass die Heilungen besonders für mich geschehen sind, weil ich so skeptisch war. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich bin nach Lourdes gepilgert. Mir war bange, denn die Leute folgen Heilern und die werden als Stars angesehen. Ich aber sage Ihnen, in der katholischen Kirche gibt es keine Stars, nur den einen großen Star, Jesus. Also ging ich mit einer Freundin auf eine Pilgerreise nach Lourdes. Und der einzige Grund, warum ich nach Lourdes pilgerte, war, die Madonna zu bitten, mir zu helfen. Ich wollte wissen, wie ich es schaffe, im Herzen der katholischen Kirche zu bleiben und nicht ein Sonderling zu werden, eine Sensation. In Lourdes hat die Gottesmutter mein Gebet erhört. In Stadien in der ganzen Welt bete ich um Heilung. Im letzten Jahr war ich zum Beispiel in Brasilien. Und Bischöfe und Priester sagten zu mir, oh Schwester, Sie machen den Menschen falsche Hoffnungen. So kommen Sie mit zu hohen Erwartungen. Ich aber widersprach, nein, das tue ich nicht. Denn ich spreche bei den Gebetstreffen nicht über Breach McKenna, sondern die Menschen kommen mit Jesus, dem einzigen Heil, in Kontakt. In die Stadien kommen auch Buddhisten und Angehörige anderer Religionen. Daher feiern wir dort keine heiligen Messen, sondern bitten den eucharistischen Herrn um Heilung. Wir sehen Wunder. Mein Dienst der Fürbitte um Heilung wird sehr selten von Bischöfen und Priestern akzeptiert. Dennoch darf ich im Rahmen von Exerzitien auf der ganzen Welt über die Eucharistie predigen. Der Priester, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat alle Arten von Wundern durch die Sakramente erlebt. So war es. Schwester Preach, herzlichen Dank für Ihr beeindruckendes Zeugnis für die Wunder Gottes und Ihren Besuch bei Kirche in Not in München. Ich danke Ihnen. Ich bin sehr froh und werde für Sie alle und für Ihre Zuschauer beten. Gott segne Sie. Das war Spirit mit der Clarissin Preach McKenna aus Florida. Vielen Dank für Ihr Dabeisein. Wenn Sie sich für weitere Einzelheiten in der Lebensgeschichte von Schwester Preach und ihren Dienst der Fürbitte um Heilung interessieren, werden Sie in ihrer Autobiografie fündig. Der weltweite Bestseller ist auf Deutsch unter dem Titel Wunder geschehen wirklich herausgekommen und im Miriam Verlag erschienen. Bis zum Wiedersehen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Behüt Sie Gott.